Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von ASTI, Ihr Experte für Apple-Produkte, App-Entwicklung und IT-Full-Service. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Hier vorne auf dem Podium begrüße ich Cheftrainer Peter Nemeth und Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Im ersten Teil wollen wir gerne mit Peter über den sportlichen Teil, über das Spiel morgen sprechen. Und Ralf wird dann im Anschluss ein paar Personalentscheidungen bekannt geben. Also wenn der sportliche Teil abgeschlossen ist, dann ist die Bühne frei für Ralf. Peter, im ersten Teil reden wir über den sportlichen Teil. Wie bereitest du deine Mannschaft auf das Spiel morgen gegen Unterhaching vor, für die es ja noch um einiges geht? Ja, erst guten Tag. Wir bereiten uns auf jeden, wie auf jeden anderen Gegner. Wir haben diese Woche jeden Tag trainiert, plus haben wir am Dienstag ein Freundschaftsspiel gespielt. Und ja, wir werden gegen eine der jüngsten Mannschaften in der Liga spielen, gegen eine sehr willige Mannschaft, laufstarke Mannschaft, aber oder gegen eine Mannschaft, die wollen bei uns unbedingt punkten, weil wenn wir die Tabelle sehen, dann die brauchen unbedingt 3 Punkte bei uns, aber auf andere Seite, wir wollen die 3 Punkte aus Stuttgart zu Hause auch bestätigen und ein paar Punkte noch bis zu Ende holen. Wie ist um das Personal bestellt? Welche Spieler fallen am Samstag im Heimspiel aus? Fiello hat diese Woche nicht trainiert und Pfanne war krank, aber sonst alle waren dabei und alle haben trainiert. Fetsch und Fluss, ja, das sind die alten Verletzungen. Gut, dann ist jetzt Zeit für Ihre und eure Fragen. Mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen. Unsere Schülerpraktikantin Doria hat ihren großen Auftritt und kommt mit dem Mikrofon rum. Wer macht den Anfang? Thorsten Pöschl, ganz hinten im Raum. Benjamin Kirsten, in der vergangenen Woche der Torhüter, weil Patrick Wiegers gesperrt war, der ist nun wieder frei. Wie sieht es da auf der Position aus? Eine von den beiden wird Position 1, das ist klar, aber wir haben noch jetzt Training und nach dem Training werde ich erst mit dem Spiel reden oder mit beiden Torhütern oder mit alle 3 Torhütern und ich habe meine Entscheidung schon im Kopf, aber erst werde ich die Spieler informieren. Weitere Fragen? Sven Geißler. Peter, du machst ja schon seit längerer Zeit einen relativ gelösten Eindruck. Wie hat sich denn der Auswärtssieg jetzt auf die Stimmung in der Mannschaft ausgewirkt? Erster Tag nach dem Spiel oder erste Trainingseinheit am Dienstag musste ich ein bisschen die Mannschaft ansprechen. Das war für meinen Geschmack zu locker. Aber die Jungs haben das auch dann verstanden. Und mit den restlichen Trainingseinheiten war ich zufrieden. Nochmal Sven Geißler. Ja, im Fall Dennis Erdmann, wie geht es da jetzt weiter? Ist er wieder dabei? Gehört er wieder zum Kader? Wie ist da der Stand? Stand ist, dass der Dennis die ganze Woche mit uns trainiert hat. Er hat auch Dienstag Freundschaftsspiel gespielt, eine Halbzeit. Und wir haben heute Training und nach dem Training gebe ich Kader bekannt. Das heißt, die Suspendierung ist aufgehoben? Der war nicht im Kader in Stuttgart. Weitere Fragen zum Spiel? Keine weiteren Fragen zum Spiel. Ralf, dann Bühne frei für dich und deinen großen Auftritt. Großer Auftritt ist gut, danke. Es gibt einige Personalentscheidungen zu verkünden. Die erste, der Peter Nemeth, wird auch die nächsten 2 Jahre dem Trainerteam erhalten bleiben, in der Funktion des Assistenztrainers. Zweite Trainerentscheidung ist die des U19-Trainers, der gleichzeitig zweiter Co-Trainer bei der ersten Mannschaft sein soll, um auch die Verzahnung entsprechend zu leben. Das wird der Matthias Lust sein.
bis 30.06. noch beim FC Augsburg als U17-Trainer unter Vertrag. Wir haben dort Gespräche mit mehreren Kandidaten geführt, hatten auch ganz klare Kriterien für die Auswahl formuliert und haben dann gemeinschaftlich mit dem Jan Seifert und dem Cheftrainer diese Entscheidung getroffen. Des Weiteren hat der Niklas Kreuzer seinen auslaufenden Vertrag um 2 Jahre verlängert. Der Niklas hat, glaube ich, eine richtig gute Entwicklung bei uns genommen. Anfänglich noch oftmals Rotationsspieler ist er in 29 Punktspielen zum Einsatz gekommen, hat auch die DFB-Pokalspiele gegen Bochum und Dortmund bestritten. Und ja, beim Niklas ist es ganz einfach auch so, dass wir dort auch noch Luft nach oben sehen in seiner Entwicklung und freuen uns natürlich, dass wir ihn die nächsten 2 Jahre hier weiterhin am Start haben. Danke. Vielen Dank dir. Jetzt ist Zeit, Fragen zu diesen Themen zu stellen. Tim Schlegel und danach Sven Geißler. Peter, jetzt ist die Entscheidung also gefallen. Möglicherweise wusstest du es schon ein bisschen länger. Was ist das jetzt für dich für ein Gefühl? A, für die letzten Spiele als Cheftrainer, wenn du jetzt schon weißt, es geht für dich weiter. Und B, einfach auch zu wissen, okay, ich falle jetzt hier einfach nicht runter, sondern ich werde bei Dynamo bleiben. Macht das die Aufgabe für dich jetzt noch ein bisschen angenehmer, ein bisschen entspannter? Wie siehst du es selbst? Ja, ich freue mich, dass ich weiter für Dynamo arbeiten darf und kann. Und ich freue mich auf die Aufgabe für die neue Saison, aber auch für Rest in dieser Saison, weil wir haben noch 3 Spiele und wir wollen auch in dieses Spiel Maximum zu holen. Und ja, ich freue mich einfach. Nochmal Tim Schlegel oder Sven, du hast das Mikro, na dann, wie du willst. Vielleicht nochmal eine Frage an Ralf Minge, wie ging das Prozedere ab? Musste Uwe Neuhaus davon überzeugt werden? War er aus freien Stücken begeistert davon? Ihr habt euch ja auch, glaube ich, Peter, auch schon kennengelernt. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen. Ja, ich meine, in der Zusammenarbeit ist das wahrscheinlich die wesentlichste Personalie für den Cheftrainer. Insofern hat der Uwe natürlich dort ein sehr gewichtiges Wort mitgesprochen. Wir haben verschiedene Optionen geprüft und uns letztendlich für den Peter entschieden, weil wir von seinen Qualitäten überzeugt sind. Da schließe ich trotzdem nochmal an und hake da nochmal nach an der gleichen Stelle. War Peter dein Vorschlag oder kam das im Gespräch mit Uwe Neuhaus von ihm auch, dass er sich's vorstellen konnte? Wie lief das? Also erstmal ist es ja so, dass wir grundsätzlich, es gibt Personalien, wo ein bisschen im Vorlauf da war, in Sachen Gesprächen. War beim Niklas Kreuzer jetzt nicht anders. Ne? Übrigens sind Verträge dieser Art zustimmungspflichtig vom Aufsichtsrat und am Mittwoch war die Aufsichtsratssitzung. Ja, ich habe es gesagt, das ist die wichtigste Personalie für einen Cheftrainer, die Vertrauensperson schlechthin. Und da hat der Cheftrainer natürlich ein ganz, ganz gewichtiges Wort dazu beigetragen. Er hat verschiedene Optionen geprüft und dann hat er den Vorschlag unterbreitet und damit offene Türen eingerannt. Tim Schlegel. Inwiefern erleichtert das jetzt die Arbeit für die neue Saison, Peter, weil du natürlich jetzt unter einem ganz anderen Hintergrund auch mit Uwe Neuhaus reden kannst, was die Zukunft betrifft. Das ist ja jetzt eine ganz andere Zuarbeit, sage ich mal, möglich, als wenn das der Fall gewesen wäre, wenn du aufhörst. Ist das, vielleicht auch die Frage an Ralf, erleichtert das die Arbeit nicht deutlich, gerade was den aktuellen Kader betrifft? Nein, ich glaube, das ist auch in den letzten Wochen als Feststand, dass der Uwe Neuhaus neuer Cheftrainer wird, schon sehr gut gelaufen. Ne? Also Ausgangspunkt war ja, dass der Peter immer informiert war von der ersten Minute an, wie der Stand der Dinge ist und er ja auch aufgrund seines
Charakters dort unheimlich partizipativ war. Ne? Und es war ja so eigentlich mehr oder weniger, dass wir mit der Verpflichtung Uwe Neuhaus die längste Vorbereitung auf eine Saison gestartet haben. Und da hat der Peter auch in der Zeit, wo vielleicht für ihn noch ein bisschen ein Vakuum da war, hat das sehr professionell angenommen. Jan Arndt. Eine Frage an Herrn Minge. Paul Milde war in Jena jetzt zum Probetraining, hat da wohl einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Gibt es da schon Gespräche wie mit Jena? Lasst ihr ihn ziehen? Wollt ihr ihn ausleihen? Er hat ja noch Vertrag bei euch. Wie ist da der Stand? Der Paul hat einen auslaufenden Vertrag. Die Verlängerung war an eine gewisse Anzahl von Spielen geknüpft. Und das ist so der klassische Moment für einen jungen Spieler. Ne? Er hat jetzt 2 Jahre hier mit der ersten Mannschaft trainiert, hatte punktuell auch Einsatzzeiten, stagniert im Moment ein bisschen und da ist es legitim und auch richtig im Sinne der Entwicklung des Jungen, dass er den nächsten Schritt machen möchte. Und das wird er sicherlich auch tun, wenn er dort die Chance bekommt. Nochmal Sven Geißler. Jetzt sind wir schon in der anderen Richtung unterwegs, Ralf. Du hast Vertragsverlängerung verkündet. Wie sieht es denn aus? Gibt es denn jetzt schon Klarheit, wer den Verein noch verlassen wird und verlassen soll? Das sind die Themen, die ich mit dem Cheftrainer und dem Peter jetzt auch schon in den letzten Tagen besprochen habe. Wir sind dort noch nicht ganz durch. Der Uwe möchte seine Eindrücke auch noch komplettieren, zumindest bei den Spielern, die jetzt zum Einsatz kommen regelmäßig. Und die Gespräche mit potenziellen Kandidaten oder in Anführungsstrichen Wackelkandidaten, die führen wir parallel. Insofern werden wir das verkünden, wenn es soweit ist. Sind noch Fragen offen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für den Moment, für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt stehen Ralf und Peter Nemeth natürlich noch für einen abgesetzten O-Ton zur Verfügung und dann kommen wir zum zweiten Teil, warum Sie wahrscheinlich auch alle hier sind.